Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir. Diese Woche habe ich euch ein bisschen mitgenommen. Ich bin aus Sylt nach Hause, musste am gleichen Tag noch nach Köln zu einem Event und am nächsten Tag bin ich dann wieder nach Hause gefahren. Es war ein bisschen stressig, ich war ein bisschen krank und hatte ein paar Tage später Geburtstag, habe auch noch gefeiert. Also es war eine sehr wilde Woche und davon zeige ich euch jetzt ein paar Einblicke. Guten Morgen, es ist jetzt 9 Uhr. Wir sind um 5.30 Uhr aufgestanden, damit wir frühestmöglich nach Hause können. Ich wollte eigentlich gestern nach Hause, weil ich heute Abend auf einem Event in Köln bin und ich wohne ja in Hamburg. Das heißt, ich dachte, es wäre schlauer, gestern nach Hause zu fahren. Aber leider ist der Zug dann ausgefallen und es war komplett voll am Gleis, dass ich mir dachte, nee, dann fahre ich lieber doch heute ganz früh morgens los mit den anderen. Und jetzt sitze ich hier im Auto. Wir sind auch gleich zu Hause. Dann habe ich genau 2 Stunden Zeit, ein bisschen weniger als 2 Stunden. Und muss dann auch schon los zum Bahnhof. Da fährt dann nämlich mein Zug nach Köln. Mal schauen, ob ich das schaffe. Ich habe gestern extra noch meine Haare gewaschen. Und ich weiß auch noch gar nicht, was für eine Frisur ich heute mache. Gucke ich dann einfach in Köln. Da habe ich dann nämlich auch noch mal 2 Stunden Zeit, wenn der Zug pünktlich ist, um mich noch mal ein bisschen aufzufrischen. Ist jetzt gar nicht überbelichtet. Lol. Schauen wir mal, ob ich das schaffe. Ich freue mich auf jeden Fall schon und nehme euch heute mit. So, wir sind zu Hause. Ich habe mich schon fertig gemacht. Ich habe jetzt nur meine Augenbrauen gemacht und ein bisschen meine Augenringe abgedeckt. Es kochen gerade noch im Hintergrund Eier. Ich muss doch unbedingt irgendwas essen. Wir haben nur Eier irgendwie und ein bisschen Brot. Ich habe eigentlich jetzt alles soweit gepackt. In einer halben Stunde müssen wir los. Ich schwitze schon wieder. Es sind ja auch heute 30 Grad. Also es hätte nicht wärmer sein können heute bei 4 Stunden Bahnfahrt. Love it. Auf jeden Fall melde ich mich dann aus dem Zug nochmal. Bis gleich. So, wir sind jetzt im Zug. Cora ist auch schon mit eingestiegen. Sie hat gesagt, sie sagt mir Bescheid, wenn sie aufnimmt, damit ich meine Haare richten kann. Hat sie nicht gemacht. Aua. Cora sieht auf jeden Fall menschlich aus als ich. Nein. Ich sehe aus wie so ein zerrupftes Huhn. Auf jeden Fall haben wir jetzt noch 1,5 Stunden Fahrt vor uns. Ich bin komplett müde. Wirklich, ich habe diese Kopfschmerzen, die man hat, wenn man müde ist. Ich kann es gar nicht beschreiben. I don't know, ich muss irgendwie schlafen. Gegessen habe ich eben auch ein bisschen was. Ich freue mich schon. Man merkt, dass du im Arsch bist. Ich freue mich schon, wenn wir da sind. So, Freunde, wir sind angekommen. Das hier ist unser Hotelzimmer. Richtig schön. Das Bad sieht richtig modern aus. I love it. Und ich bin natürlich mit Cora auf einem Zimmer. Wer hätte es gedacht? Hier sind unsere Betten. Hier habe ich schon mein Kissen hingepackt. Die Aussicht. Ganz cute. Aber ich bin richtig froh, dass die Sonne scheint. Dann scheint die hier so richtig schön rein. Mega schön. Es ist richtig schön hell hier. Ich habe mir hier vorhin eine Bowl geholt am Hauptbahnhof. Ich hoffe, das schmeckt. Ich habe nur Chicken gelesen und dachte mir so, okay, das hat Proteine. Das muss ich essen. Und die gönne ich mir jetzt. Ich habe Todeshunger. Cora hat hier heiße Ware mitgebracht. Weil Laras Paket ist nicht angekommen. Ja, mein Paket ist nicht angekommen. Deswegen bin ich natürlich eine Nette. Ja, und das muss ich jetzt gleich mal abfilmen für euch, ne? Aber die sehen richtig nice aus. So, wir haben uns jetzt ready gemacht. Cora hat gerade noch einen TikTok gedreht. Das sind unsere Outfits jetzt. Ich habe hier einfach so ein pinkes Top, weil das Motto ist weiß oder beige mit blau oder pink. Ja. Und ich habe mir noch so Sneaker an. Der Rock ist ein bisschen länger. Die Tasche hier. Und wir sind ein bisschen spät dran, deswegen geht's jetzt los. I've got an internet crush. She's not a celebrity, but she's taken. So can I fall in love? Can't take the hint and give up. I've got an internet. So, wir sind jetzt wieder zu Hause und ich habe jetzt mal gerade unser Bad angeguckt. Wir sind genau 1 Stunde im Zimmer gewesen und es sieht so aus. Oh, wer war das? Oh mein Gott, wer war das? Ja, da haben wir noch einiges zu tun hier. Wir haben Goodiebags von TVO bekommen. Wir schauen jetzt einfach mal, was da drin ist, ne? Da machen wir jetzt ein Unboxing und filmen das für TikTok. Wir haben hier 2 verschiedene Handys aufgebaut. Das muss ich euch gut zeigen. Einmal mein Stativ, weil Cora mein Stativ geklaut hat. Die beiden Lichter. Und jetzt packen wir das hier schön zusammen aus. Das ist auch noch meine hässliche Seite von YouTube. Und wir packen jetzt unsere Goodiebag aus. Wir haben Goodiebags von TVO und Laura bekommen. So sieht das gute Fun hier oben aus. Einen Mini-Ventilator. Oh mein Gott. Weiter geht's. Nein, meine muss erst ausgehen. Weiter geht's mit Dr. Massing. Augenpads. Dann haben wir Zocken. Wimpernserum. Das ist das Beste. Haarsachen. Dann haben wir von No Cosmetics einfach diesen Liquid Hydrator bekommen. Dann haben wir noch Schmuck. Das ist ja cute. Ohrringe. Eine Kette. Ein TVO-Becher. Wir gehen jetzt schlafen. Gute Nacht. Night. Wir sind jetzt beim Frühstück. Haben uns beide was geholt. Was ist das? Kuchen. Zitronenkuchen oder so. Brötchen, Lachs und keine Ahnung. Dann haben wir Saft. Ich habe Karottensaft und Kuchen. Irgendwas anderes. Dann haben wir noch Rührei, Pute und Brot und Lachs. Guten Appetit.
Sommer Nachschlag geholt. Die Banane ist natürlich für die Fahrt. Mein Teller sieht sehr ekelhaft aus. Honigmelone, Ananas, Wassermelone, Dessert, Cheese, Cake. Wir sind jetzt wieder zurück vom Frühstück, haben jetzt noch ungefähr eine Stunde Zeit, dann fahren wir los zum Bahnhof und dann fährt auch unsere Bahn, dann geht's ab nach Hause. Ich muss sagen, ich bin leider noch ein bisschen angeschlagen, meine Nase ist irgendwie, macht was sie will, läuft die ganze Zeit, das ist irgendwie richtig belastend, aber ich hoffe, ich werde die nächsten Tage wieder gesund. Ich habe ja auch Geburtstag nächste Woche, da möchte ich ja nicht so gerne krank sein. Das Event gestern war auf jeden Fall richtig, richtig schön. Wir waren auch voll lange da, ich glaube so bis 12, schon lange. Es ging ja schon um 19 Uhr los, war auf jeden Fall richtig witzig und schön. Es gab ja auch verschiedene Sachen da, unter anderem so ein Fotoautomat und wir haben so coole Fotos gemacht. Ich weiß gar nicht, ob man die jetzt genau sieht. Die haben irgendwie so ein geiles Licht gehabt da. Polaroid gab es natürlich auch. Hat sich angefühlt wie so rote Teppichfotos irgendwie. Die haben so ein nices Licht gehabt, ey. Ja, auf jeden Fall richtig schöne Erinnerungen. Wir hatten einen sehr schönen Abend. Ich habe eher so Semi-Lust auf 4 Stunden Bahnfahren. 2 Stunden davon verbringe ich ja mit meiner Herzensdame Cora. Oh. Viel mehr gibt es auch einfach nicht zu erzählen, sage ich, wie es ist. Ich bin einfach nur irgendwie müde. Aber ich habe voll gut geschlafen hier. Bis, dass ich einmal ganz kurz aufgewacht bin, weil nachts einfach so ein random Typ auf der Straße geschrien hat und ich mich so doll erschrocken habe. Ich bin mit Fenster aufgeschlafen. Auf jeden Fall geht's jetzt gleich los. So, wir sind jetzt im Zug zurück. Wir haben leider keine Sitzplatzreservierung mehr. Deswegen haben wir einfach irgendwelche Sitze genommen und hat zum Glück geklappt. Ich versuche jetzt noch ein bisschen zu schlafen. Ich fahre jetzt noch ungefähr 3 Stunden und Cora fährt, glaube ich, nur noch 40 Minuten. 40 Minuten. Wir freuen uns auf jeden Fall beide, bald zu Hause zu sein. Ich bin endlich wieder zu Hause und ich hatte mir in Köln am Bahnhof noch so ein Porridge gekauft mit Erdbeeren, Banane, Blaubeeren und Apfelmus. Das habe ich irgendwie im Zug noch nicht gegessen, deswegen gönne ich mir das jetzt und ich bin so froh, wieder zu Hause zu sein. Und ihr hört es wahrscheinlich an meiner Stimme, meine Erkältung schreitet schön voran. Ja, meine Nase ist komplett dicht, aber egal, das wird schon die nächsten Tage wieder. Guten Morgen, Freunde. Ich habe heute etwas länger geschlafen, ungefähr so bis 10 Uhr, also schon echt mega lang. Ich habe, glaube ich, fast 12 Stunden gepennt. Auf jeden Fall sieht unsere Wohnung aus, wie als wäre hier der Bombe explodiert. Also wirklich. Ihr seht hier im Hintergrund schon die Küche. Ist sehr unordentlich. Dann habe ich Pakete bestellt. Ich habe mir Schuhe bestellt. Das ganze Wohnzimmer ist voller Sachen. Das ganze Schlafzimmer, ich muss euch das eigentlich gleich mal zeigen, ganz schlimm. Deswegen steht heute einfach ein Aufräumtag an. Ich kann sowieso nicht zum Sport, weil ich noch ein bisschen erkältet bin. Ich werde mich heute um die Wohnung kümmern. Gerade ist auch schon Wäsche in der Waschmaschine. Danach bin ich wahrscheinlich komplett fertig. Ich zeige euch jetzt mal, wie es hier aussieht. Ich starte mal mit dem Wohnzimmer. Ich habe mir neue Sachen bestellt, wie man sieht. Cowboy-Stiefel. Dann habe ich mir die hier bestellt. Die sind so gemütlich. Also ich war richtig surprised, dass sie so gemütlich sind. Die sind natürlich unbequem. Die fand ich auch noch ganz cute und sind ein bisschen groß. Dann habe ich hier mein TVO-Paket, was ich noch nicht richtig ausgepackt habe. Dann stehen hier Pakete für die Nachbarn. Der Inhalt von der Goodie-Bag von TVO muss ich auch noch alles verstauen. Die Küche sieht auch einfach nur toll aus. Alles schön unordentlich. Seht jetzt auch mal, wie es halt auch einfach mal in Realität hier aussehen kann. Wenn wir mal vom Reisen wiederkommen. Das Schlafzimmer, Leute. Oh mein Gott. Ich kann das nicht mehr. Da hinten liegen Tampons. Das Bett habe ich auch noch nicht gemacht. Wenn ich mir das angucke, dann kriege ich echt direkt schlechte Laune. Da muss ich jetzt auf jeden Fall mal ran. So, ich habe auf jeden Fall aufgeräumt und habe jetzt unseren Staubi angemacht. Das ist wirklich super praktisch. Also die Marke kann ich jetzt nicht so empfehlen. Die heißt Secotec. Die App ist absolut furchtbar. Aber so ein Staubsauger ist halt schon mega nice, wenn man den halt öfter mal laufen lässt, weil man einfach weniger Staub hat. Vor allem im Bad haben wir halt immer super viel Staub. Wir haben hier halt auch kein Fenster und machen immer die Wäsche hier. Und deswegen ist es immer sehr staubig. Aber damit ist es nicht mehr ganz so schlimm. Ich habe mir gerade Essen bestellt. Heute ist es asiatisch geworden. Es ist Reis mit Hähnchen und Gemüse. Und dazu habe ich so eine Mangosoße. Das ist richtig lecker. Und hier habe ich noch so ein Mango-Getränk drin. Das ist so Mango mit Kokosmilch. Das lasse ich mir jetzt schmecken und gucke dabei Netflix. Ich gucke aktuell das hier. Aber ich muss sagen, es ist okay. Also es ist jetzt nicht so eine unnormale Empfehlung. Aber irgendwie finde ich nichts Gutes. Also falls ihr gute Serienempfehlungen habt, könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben. Happy Mittwoch! Freunde, ich war jetzt gerade im Nagelstudio, habe mir wieder neue Nägel machen lassen. Diesmal ist es wieder French geworden. So sehen sie jetzt aus. Habe ich mir extra für meinen Geburtstag gemacht. Ich habe morgen Geburtstag. Ja, jetzt habe ich gerade was gegessen und habe mir nochmal einen Eiskaffee gemacht. Ich bin irgendwie richtig süchtig danach. Ich liebe das einfach im Sommer Eiskaffee zu trinken. Das schmeckt so, so nice. Und es ist einfach so einfach. Man muss einfach nur einen Espresso machen und einfach Milch drüber und einen Eiswürfel. Also einfacher geht's nicht. Und wenn man halt Lust hat, kann man es noch süßen. Das lasse ich mir jetzt auf jeden Fall schmecken. Ich habe
mich jetzt fertig gemacht. Für mich geht es jetzt brunchen mit der Familie. Ja, das hier ist jetzt mein Outfit. Ich zeige euch das später nochmal genauer. Wir müssen jetzt nämlich direkt schon los. Schaut mal, die Blumen habe ich von Teveo bekommen. Nein, noch so eine cute Karte dazu. Vielen, vielen Dank. Ich habe mich auf jeden Fall sehr gefreut. Von meinem Freund habe ich ja diese schönen Blumen bekommen. Oh mein Gott, die sehen auch so toll aus. Richtig, richtig schön. Und dann diese 25. I love it. Als hätten es die Pakete gewusst, sind heute auch noch zwei Klamottenpakete angekommen. Einmal Opolli. Da muss ich es aber sagen, das Kleid fand ich jetzt nicht so toll. Also von der Qualität her ist es leider nicht so geil. Es ist halt hier vorne so und hinten hat es dann halt nur so ein Trägerding und es ist halt super kurz, rutscht leider sehr hoch. Das nervt mich ein bisschen. Und von White Fox habe ich auch 1000 Sachen bestellt. Davon ist eins auch mein Partykleid, was ich am Samstag anziehe, weil ich mit meinen Mädels essen gehe. Da freue ich mich auch schon richtig drauf. Und ja, hier ist so der alltägliche Chaos, wie man so von mir kennt. Ich habe natürlich wieder vergessen, ein Video vorher zu machen, aber das ist jetzt unser Essen. Yummy. Jetzt nur so filmen einmal. Nur so filmen, nur dich, ne? Ja, film schon, ne? Jetzt. Ich muss kurz mir überlegen, was ich mir wünsche. Also ich nehme dich auf. Wunderschön sitzt sie da. Ja? Ja? Happy Friday, Friends. Ja, mein Geburtstag ist vorbei. Ich bin irgendwie immer mega traurig, wenn mein Geburtstag vorbei ist. Ich weiß, das hört sich jetzt irgendwie für manche bestimmt voll komisch an, weil es gibt ja viele Leute, die sagen immer so, ja, es ist mir egal, wenn ich Geburtstag habe. Aber für mich ist mein Geburtstag irgendwie immer voll was Besonderes und ich freue mich jedes Mal drauf. Deswegen bin ich ein bisschen sad. Ich hatte aber gestern wirklich so einen schönen Tag. Also es war einfach toll. Das Wetter war perfekt. Es hätte echt nicht schöner sein können draußen. Die Sonne hat geschienen. Ich habe mich so gefreut darüber, vor allem weil es heute einfach regnet. Mittwoch war ja auch nicht so nices Wetter, deswegen ich hatte einfach richtig Glück und habe mich sehr gefreut. Die ganze Wohnung ist auch voller Blumen. Ich liebe ja Blumen. Irgendwie macht das den Raum einfach viel schöner. Vielleicht werde ich auch einfach älter. Ich meine, ich bin jetzt 25. Irgendwie ist das schon alt. Also ich fühle mich irgendwie überhaupt noch nicht wie 25. Ich fühle mich gefühlt noch wie 18. Ich fühle mich, als wäre ich noch ein Kind. Das Leben geht weiter. Jetzt brauche ich aber auch nicht mehr älter werden. Heute habe ich nicht besonders viel vor. Ich hatte überlegt, nachher nochmal ins Einkaufscenter zu fahren, weil ich nochmal nach Schuhen gucken wollte. Allerdings hatte ich mir auch Schuhe bestellt. Ich hatte mir sowieso die letzten Wochen noch nicht so viel bestellt, weil es nächste Woche nach Ibiza geht. Und ich bin, also sobald ich in den Sommerurlaub fahre, raste ich immer komplett aus mit Shoppen gehen und Bestellungen. Ich habe da auch ein richtiges Problem. Also, ja, auf jeden Fall wollte ich jetzt nochmal nach Schuhen gucken, nach gemütlichen Partyschuhen. Bin ja normalerweise immer so gewesen, dass je höher, desto besser. Aber das Problem bei mir ist, ich kann auf hohen Schuhen halt einfach nicht laufen. Und dann bringt es mir natürlich nichts, hohe Schuhe zu haben, die zwar gut aussehen, aber auf denen ich nicht laufen kann. Und deswegen habe ich mir vor ein paar Tagen gemütliche hohe Schuhe gekauft. Die haben so einen Absatz. Eigentlich finde ich das ganz schlimm bei mir. Also ich mag das gar nicht. Aber ich dachte mir, okay, besser als gar nichts. Ich habe mir jetzt klassische schwarze geholt, aber ich wollte noch vielleicht so goldene oder so. Oder weiße, irgendeine helle Farbe. Das habe ich heute vor. Ansonsten war ich vorhin schon einkaufen. Und das war es auch schon, was heute eigentlich Spannendes ansteht. Ansonsten mache ich natürlich nur ein paar Sachen behind the scenes, die man jetzt nicht so sieht auf Social Media. Jetzt habe ich mir gerade einmal Mittagessen gemacht. Mein Freund kocht ja immer Hackfleisch mit Reis vor und packt das dann in so Brotboxen, also einfach Meal Prep. Und das ist so nice, weil er immer für mich mitmacht. Bin richtig dankbar dafür, weil man sich einfach so viel Zeit mittags spart. Das schmeckt richtig lecker. Das ist einfach nur Hackfleisch mit Reis und Gemüse. Ich glaube auch mit ein bisschen Butter oder so angebraten. Und dazu esse ich meistens noch so eine Süß-Sauer-Soße. Und zwar ist das diese hier. Die schmeckt richtig nice. Das ist die beste. Ich habe auch schon alle möglichen Süß-Sauer-Soßen probiert. Das ist die einzige, die mir richtig gut schmeckt. Diese wunderschöne 25 habe ich jetzt einfach mal hinter unserem Sofa verstaut. Ich will die nämlich nicht wegschmeißen. Ich finde das so schön und es ist auch noch Gold und ich liebe Gold. Ich trage ja immer nur Goldschmuck. Dann habe ich hier einmal die Blumis von meinem Freund. Hier habe ich einmal die Blumen von meinen Eltern. Hier auch sehr schön platziert. Dieser Karton müsst ihr euch wegdenken. Den wollte ich noch wegpacken. Da fehlt uns auch noch ein bisschen Deko. Also falls ihr eine Idee habt für ein Bild, da wollte ich noch irgendwas Cooles hinmachen. I don't know. Auf jeden Fall finde ich, das sieht sehr cute aus. Normalerweise waren in der Vase immer Pampasgräser, aber irgendwie kann ich Pampasgras momentan nicht mehr sehen. Ich weiß nicht. Aber das finde ich, sieht sehr cute aus. Ja, und diese kleinen Dinger passen
passen hier jetzt irgendwie auch nicht so gut hin. Also da muss ich mir auch, das war auch nur, einfach nur so haben wir die da hingestellt. Dann habe ich hier Blumen von meinem Management vorhin noch bekommen. Habe mich auch sehr drüber gefreut. Sehen sehr pretty aus. Und hier stehen die Blumen, die ich von TVO bekommen habe. Habe mich auch sehr drüber gefreut. Auch richtig schön. Ich glaube Lilien sind das. Die gehen auch noch richtig schön auf. Oh, ich freue mich so. Ich liebe Blumen. Oh mein Gott. Ich brauche eigentlich immer Blumen hier. Freunde, ich weiß, ich sehe aus wie die größte Kalkleiche ever. Aber ich habe gerade meine Haare gemacht mit dem Shark, weil ich heute Abend mit den Mädels essen gehe und dann noch so ein bisschen Party mache. Das ist so ein Restaurant, wo man erst isst und danach gibt es so ein bisschen Party. Und ich habe gerade meine Haare gemacht und oh mein Gott, ich bin so in love. Ihr kennt meine natürlichen Haare. Ich habe ja richtig Locken und ich glaube, es hat noch nie ein Friseur das so hinbekommen, wie ich das heute hinbekommen habe. Schaut euch das mal an. Normalerweise bin ich hinten immer richtig unzufrieden. Aber ich bin gerade richtig geschockt. Das habe ich mit dem Shark gemacht und mit diesem Color Wow. Also Dreamcoat Color Wow. Ich bin sprachlos. Bin so happy. Love it. Ich zeige euch nochmal später, wie ich am Ende aussehe. Ich muss mich jetzt schnell schminken, denn ich habe nicht mehr so viel Zeit. So, das hier ist jetzt der fertige Look. Ich muss meine Haare noch aufmachen. Ich habe die hier so nach hinten gebunden, weil das die ganze Zeit so warm ist. Und wenn ich schwitze, bekomme ich hier ja voll die Locken. Oh, das ist immer so belastend. Das ist mein Kleid. Ich blende euch auch nochmal ein Bild ein. Ich liebe es einfach. Es ist so schön und ich freue mich so. Und ich glaube, ich ziehe wahrscheinlich diese Schuhe hier an. Ich weiß nicht, ob die so 100% dazu passen, aber die sind halt nicht so hoch. Die anderen sind sehr hoch. Ich glaube, darauf kann ich nicht laufen. Auf jeden Fall muss ich jetzt los. Bye. Das war's auch schon mit meinem Video. Die Woche war auf jeden Fall sehr wild, war aber eine richtig schöne Woche. Fing ja damit an, dass wir aus Sylt wiedergekommen sind, dass ich krank war, dann kam mein Geburtstag, dann meine Geburtstagsparty. Also es war auf jeden Fall richtig schön und ja, den Tag nach meinem Geburtstag habe ich natürlich auf dem Sofa verbracht. Ich habe mal wieder etwas zu tief ins Glas geguckt und hatte den ganzen Tag Kopfschmerzen, aber so ist das halt. Dafür war ich heute Morgen schon wieder beim Sport. Hat sich auf jeden Fall sehr gut angefühlt. Weil ich ja jetzt wieder länger nicht beim Sport war. Es war eine richtig schöne Woche. War einfach eigentlich alles so, wie ich es mir vorgestellt habe. Außer vielleicht, dass ich ein bisschen erkältet war. Aber sonst war es mega, mega schön. Falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich wie immer sehr über einen Daumen hoch freuen. Vielleicht auch über ein Abo. Und falls ihr Feedback oder Anregungen habt, dann schreibt es gerne unten in die Kommentare. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Bye.